Hallo liebe Leute, Silvester steht vor der Tür und damit natürlich auch das neue Jahr 2021. Und zu diesem Termin gibt es natürlich auch wieder ein passendes Event in Animal Crossing, das ich euch heute vorstellen will. Denn wenn ihr euch am 31. Dezember auf euren Festplatz begebt, dann werdet ihr sehen, dass Melinda und Tom Nook da ganz viele Luftballons aufgebaut haben und so eine Countdown-Tafel, die die Zeit runterzählt, bis es Neujahr ist. Oder das Service Center hat an diesem Tag, by the way, geschlossen. Vor dem neuen Jahr kann man dann auch mit beiden reden und erhält sogar Geschenke. Ja, sogar vom geizigen Tom Nook. Der schenkt dann nämlich 5 Partyknaller, wenn man ihn das erste Mal anspricht. Die sind allerdings nur so eine Art Lockmittel von ihm, weil dann kommt wieder Toms Unternehmerseite raus. Und wenn man ihn dann nochmal anspricht, dann kann man zwar auch noch Partyknaller bekommen, allerdings nur gegen eine Spende, sag ich mal, von 300 Sternis. Und einen schönen Neujahreshut kriegt man auch noch von ihnen, der kostet allerdings 500 Sternis. Von diesem Neujahrshut gibt es übrigens 7 Farben an der Zahl, aber Nook wird euch nur 4 anbieten. Also kann es sich eventuell lohnen, wenn ihr alle haben wollt, auch mal bei Freunden zu gucken, ob der Nook auf deren Insel vielleicht andere Farben hatte. Von Melinda hält man so einen Leuchtstab, den man, wenn man ihn ausrüstet, so richtig süß über den Kopf umherwirbeln kann. Das sieht schon echt witzig aus. Und ja, viel mehr passiert dann erstmal nicht bis 23 Uhr. Man könnte eventuell nochmal in das Nook Shopping Portal gucken übers Handy, denn dort gibt es ein paar saisonale Items, zumindest bis zum 31.12. Konkret ist das einmal die Aurora-Tapete, ein Mitwinterpulli, eine Apfelschorle, ein 12-Trauben-Schälchen, ein Berliner Teller und Neujahrsnudeln. Und richtig cool finde ich, dass man bei den Items noch so Einzelheiten angucken kann, wo dann erklärt wird, was dieses Item mit Silvester zu tun hat und warum es überhaupt aufgelistet ist. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die in Spanien zum Neujahr für jeden Glockenschlag eine Traube essen, damit sie dann Glück im neuen Jahr haben? Also ich nicht. Wieder was gelernt. Jo, um 23 Uhr geht's dann weiter, da kommt dann so eine kleine Durchsage von Melinda, dass bald die Silvesterfeier startet. Wenn sich zu dem Zeitpunkt bei euch schon Bewohner auf dem Festplatz befinden, dann werden die sich auch umziehen. Das sieht auch wieder richtig knuffig aus. Spannender wird es dann 5 Minuten vor Mitternacht. Da sollte dann euer Festplatz nämlich richtig, richtig voll sein. Alle Bewohner sollten da hingekommen sein, sollten dann auch ihre Leuchtstäbe rausholen und halt alle süß gekleidet sein. Ihr könnt dann mit dem reden, wie ihr wollt. Bis dann die letzte spannende Minute anbricht, die Musik hört auf, die Kamera zoomt automatisch raus, sodass man einen schönen Überblick über seinen Festplatz und den Himmel darüber hat und die Spannung steigt. Die letzten 10 Sekunden werden dann einzeln runtergezählt und... Bäm! Frohes neues Jahr! Es ist so knuffig, wie die alle mit ihren Leuchtstab da rumfuchteln. Die Musik ist auch richtig geil. Ich finde, das ist richtig cool alles aufgemacht. I like this really much. Ihr könnt dann auf jeden Fall noch bis 2 Uhr weiter feiern. Bis dahin wird das Feuerwerk nämlich immer wieder neu gezündet. Heißt also, wenn ihr in Real Life erstmal euer Silvester feiern wolltet, das geht ja, keine Ahnung, meistens so bis 12:30 oder so, auf jeden Fall ist das bei mir so, da kann man nochmal reingehen und in Animal Crossing auch noch ein bisschen weiter feiern. Ist das nicht super toll? Und ja, das ist dann eigentlich alles zu diesem kleinen Silvester-Event. Ab dem 01.01.2021 bis zum 15.01. wird es dann aber nochmal neue saisonale Items geben, die so ein bisschen asiatisch angehaucht sind. Also da auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Konkret sind das das Büffelsternzeichen, ein Kadomatsu, ein Kagami-Mochi, ein neuer Shimekazari, ein Yutnori-Spiel, ein Olivier-Salat und ein 2021-Festtagsbogen. Also jede Menge neue coole Items. Finde ich sehr, sehr gut. Allgemein finde ich, dass die Entwickler bei diesem Event wieder richtig gute Arbeit geleistet haben. Die Items finde ich alle mega, mega cool. Ihr könnt mir auch mal schreiben, welche Items ihr am besten findet von denen, die es jetzt neu gibt. Aber ja, ansonsten natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, wenn ihr das noch 2020 seht. Und wenn ihr das schon 2021 seht, dann hoffe ich, dass ihr es gut ins neue Jahr geschafft habt. Und dass ihr ganz viel Glück und Gesundheit und was nicht alles in 2021 habt. Und dass eure ganzen guten Vorsätze länger als eine Woche halten eventuell. Und auf jeden Fall, dass 2021 natürlich um einiges besser wird als 2020. Da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Danke an meine Kanalmitglieder, die mir jeden Monat Geld reinbuttern, damit ich solche Videos machen kann. Und gehabt euch wohl, meine lieben Zuschauer. Auf das 2021 sehr, sehr toll wird. Bis dann, hab euch alle lieb. Tschüss.